ab YouTube, mein Name ist Yoshi und ich wünsche euch recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. In diesem Video geht es sich wieder um das Thema Outfit-Glitches und Leute, ich bin halt in den Kommentaren gefragt worden, ob ich nicht auch mal ein Galaxy-Outfit für die Frau präsentieren kann. Das Ganze habe ich jetzt heute einmal für euch gemacht. Ich schieße gerade hier ein bisschen mit meinem Leckraketenwerfer rum und habe auch schon eins von den neuen Outfits an, die ich euch gleich präsentieren werde. Ich gehe mal kurz hier im Stil auf die Outfits, die ich gerade erstellt habe. Und zwar fangen wir jetzt einfach mal hier an. Ich habe hier drei richtig geile Outfits für euch gemacht. Ein Galaxy-Design, alles für die Frau. Ist halt leider ohne diesen Polizeigürtel bzw. Schrägstrich Sanitätergürtel. Aber ich finde die Outfits trotzdem richtig heftig. Und ja, Leute, wenn euch das Ganze gefallen sollte, bitte zeigt es mir doch jetzt schon mal mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, doch bitte mit einem Abo. Das würde mich mega unterstützen und ich würde es mega feiern, wenn ihr auch mal in die Kommentare schreiben würdet, ob euch die Outfits gefallen oder nicht. Und ja, ohne viel zu reden, sage ich mal, wir starten direkt mit diesem Video. Also, auf geht's, Freunde. Alles klar, Freunde. Als erstes erstellt ihr euch dann bitte einen zweiten männlichen Charakter. Das Ganze macht ihr halt hier über die Optionstaste. Wenn ihr mit eurer Frau dann online sein solltet, geht ihr einfach hier in die Charakterauswahl und erstellt euch einen komplett neuen zweiten männlichen Charakter. Denkt bitte daran, dass das Ganze hier ein Transferglitch ist und all eure Outfits verloren gehen bis auf eins. Das könnt ihr euch halt vorher bei der Frau aussuchen. Achtet darauf, dass da nicht die schwarze Duffelbag-Tasche drauf ist, weil die Outfits können leider nicht übernommen werden. Dann würde ich euch empfehlen, erstmal die schwarze Duffelbag wieder runterzunehmen, das Outfit dann nochmal abzuspeichern und dann in die Charakterauswahl zu gehen, um euch den neuen Charakter zu erstellen. So, wenn ihr das Ganze dann haben solltet und ihr seid mit eurem zweiten männlichen Charakter dann in der Online-Sitzung gespawnt, fahrt ihr mal zu irgendeinem Bekleidungsgeschäft eurer Wahl, welches ist vollkommen egal. Ihr könnt halt jedes Bekleidungsgeschäft nehmen, wenn ihr spawnen solltet und ihr habt keine Bekleidungsgeschäfte, dann geht einfach mal hin und wechselt einmal die Sitzung, einfach hier auf neue Sitzung finden und dann fahrt ihr halt zum Bekleidungsgeschäft. Jetzt müssen wir uns einmal drei Outfits erstellen, das Ganze ist wirklich einfach. Wir fangen mal hier bei den Oberteilen an, wir gehen als allererstes mal auf die Trainingsjacken und dort kauft euch dann die Nummer 2 einfach in der Liste, das ist die rosa SC Trainingsjacke. So habt ihr die dann an, können wir auch schon rüber an die Schuhe gehen. Dort geht ihr dann einfach nur einmal auf die Turnschuhe und kauft euch dann auch die Nummer 2 in der Liste, die rosa Turnschuhe. So habt ihr die dann an, brauchen wir nur noch ein paar Handschuhe. Und zwar sind das die Hella Waltan taktischen Handschuhe, das ist die Nummer 4 bei mir in der Liste. Und habt ihr die dann an, brauchen wir nur noch eine Hose. Dafür geht ihr halt hier an die Hosen, geht dann einmal auf die Shorts und kauft euch dann die Nummer 9 ist das erstmal. Die schwarze Leoparden-Boxer-Shorts. Habt ihr die dann an, speichert ihr das Ganze erstmal ab und zwar hier auf dem ersten Platz. Bei mir heißt es schwarz, ich würde euch empfehlen, das genauso zu nennen. So, habt ihr das dann an, können wir auch schon hingehen und mit dem nächsten Outfit weitermachen. Und zwar ist es einfach genau dasselbe Outfit, nur die Hose ändert sich nochmal. Hier in lila wird das nachher, also daraus wird nachher die lilane Jogger. Ihr geht dann einfach, ihr bleibt dann einfach bei den Shorts, geht dann auf die Nummer 16, zieht die an und tut dann auf Viereck. Denkt auf jeden Fall daran, hier die Nummer 2 freizulassen. Also lasst jetzt zwischen den ganzen Outfits immer einen Platz frei. Hier auf lila speichere ich das jetzt ab, bei mir auf der 3. So habt ihr die dann an, braucht ihr nur noch eine weitere Shorts und zwar wird dann nachher die pinke draus, wir gehen wieder auf die Shorts und dort ist das die Nummer 15 bei mir. Die zieht ihr euch an, die rote Leoparden-Boxer-Shorts. Daraus wird dann nachher die pinke Jogger. I think. Okay, das speichert ihr jetzt ab. Auch wieder hier nach lila einen Platz freilassen. Also hier den leeren Platz freilassen auf jeden Fall. Den brauchen wir nachher. Und ihr speichert das jetzt einfach hier auf pink ab. So, habt ihr das Ganze dann gemacht, könnt ihr auch schon hingehen und den Transferglitch machen. Für die Leute, die nicht wissen, wie der Transferglitch funktioniert, ich werde ein Video unten in der Videobeschreibung für euch verlinken. Das schaut ihr euch einfach an und wenn ihr dann mit dem Transferglitch durch seid, kommt ihr einfach wieder hierhin zurück zu diesem Video und macht dann den Rest mit mir weiter. Ich mache an der Stelle jetzt mal eben kurz einen Cut, damit das Video nicht so lange wird und dann sage ich mal bis gleich. Alles klar, Freunde. Seid ihr dann mit eurem weiblichen Charakter in der Online-Sitzung gespawnt nach dem Transfer-Glitch, werdet ihr feststellen, dass ihr irgendeins von euren alten Outfits auf jeden Fall noch anhabt. Das würde ich euch erstmal empfehlen abzuspeichern. Bei mir ist es jetzt dieses Outfit hier. Ich gehe dafür einfach hier hin, drücke dann einmal auf Viereck und speichere das jetzt irgendwo hier hinten auf einem leeren Platz ab. Ich habe es jetzt einfach mal alte genannt für alte Outfit, also nicht die alte hier, die ihr seht. Okay, wenn ihr das dann so haben solltet, könnt ihr auch schon mal gucken. Also die Outfits sollten eigentlich übernommen sein von eurem männlichen Charakter. Hier sind die Outfit-Slots. Ihr seht, hier ist schwarz, hier ist lila
und da ist pink. So, jetzt müsst ihr hingehen, geht einmal hier an die Outfits. Das könnt ihr entweder im Bekleidungsgeschäft machen oder so wie ich jetzt hier in der Ammunition. Und wählt euch dann jetzt mal von den Arena War Bodysuits das Galaxy Oberteil aus, welches euch halt gefällt. Ich werde das jetzt hier mit denen machen und hiervon werde ich mir jetzt auch noch eins suchen. Ich glaube, im letzten Video habe ich das für den Mann genommen, dann nehme ich das jetzt auch einfach. Das zieht ihr euch jetzt einfach nur an, das braucht ihr auch nicht abzuspeichern. Das merchen wir jetzt hier mit dem Schwarzen. Und die anderen beiden, einmal hier das Pinke, das müsst ihr hier einmal vor Pink speichern. Bei mir heißt das neues Outfit 3. Und das lilane, blaue, lilane, wie auch immer, das speichert ihr hier einmal vor dem lilanen ab. Bei mir heißt das Outfit jetzt neues Outfit 1. So, wenn ihr das so vorbereitet haben solltet, könnt ihr jetzt auch schon hingehen und anfangen, die Outfits zu merchen. Wie gesagt, ihr zieht euch jetzt erstmal dieses Outfit hier an, was ihr dann gleich auf die schwarze Jogger drauf packt. Ihr braucht jetzt entweder eine Einladung von einem Kollegen, der jetzt schon in einem Job für euch wartet, oder ihr startet das Ganze halt selbst, geht auf Online, geht auf Jobs, Jobs spielen, von Rockstar erstellt, geht auf Versus und startet dann dort einmal Korrupter Cop. Diese Mission werdet ihr auf jeden Fall finden. Ich mache das Ganze jetzt hier, wie gesagt, mit einem Freund, der hat mich gerade schon eingeladen. Ich nehme jetzt einfach nur mal seine Einladung an. Da haben wir es auch schon. So. Dann warten wir, dass wir drinnen gespawnt sind. Euer Freund muss auf jeden Fall darauf achten, dass bei Kleidung auf im Besitz steht. Ich zeige euch das Ganze. Unten links steht jetzt bei einer Runde, also unter Gewinne mit einer Runde, auf im Besitz. Das muss dort stehen. Nicht auf Themen, nicht auf klassisch, sondern auf im Besitz. Da müsst ihr auf jeden Fall immer drauf achten. So, euer Kollege startet dann jetzt, beziehungsweise mein Kollege startet dann jetzt für mich den Job. So, seid ihr dann hier angekommen, geht ihr einfach nur unten einmal auf aktuell, drückt dann dort einmal nach rechts und geht dann auf bereit zum Spielen. Ihr seht schon, jetzt haben wir das Galaxy-Oberteil an, außerdem die schwarze Jogger und dazu noch die passenden Schuhe, wenn jetzt alles gut gelaufen ist. Das sehen wir jetzt gleich, wenn wir tatsächlich in der Mission angekommen sind. Ja, ihr seht's. Wir haben die passenden Galaxy-Schuhe an, wir haben eine schwarze Jogger und das Galaxy-Oberteil. Jetzt müsst ihr das Ganze einfach nur wieder in den Online-Modus bringen. Ihr drückt wieder das Interaktionsmenü, geht einmal auf Stil und auf Accessoires und drückt einmal nach links, um euch den LCD-Röhre anzuziehen. Habt ihr den dann an, könnt ihr einfach hier übers Handy den Job wieder verlassen und wartet dann, bis ihr wieder im Online-Modus gespawnt seid. Seid ihr dann wieder gespawnt, werdet ihr feststellen, dass ihr in der Nähe von einer Ammunition gespawnt seid. Das ist nämlich perfekt, da könnt ihr jetzt einfach reingehen und erstmal das Outfit abspeichern. Ganz wichtig, Leute. Ich gehe jetzt einfach mal hier an die Oberteile, gehe dann dort einmal auf Viereck und dann kann ich hingehen und das Outfit hier irgendwo abspeichern. So, habt ihr das dann abgespeichert, könnt ihr einfach schon wieder direkt in die Mission reingehen von eurem Kollegen, beziehungsweise ihr könnt auch selber einfach jetzt wieder in Korrupter Cop reingehen. Wichtig ist halt nur, dass ihr das genauso gemacht habt wie ich, dass ihr diese Outfits hier abgespeichert habt, also die anderen beiden Bodysuits auch noch. Wenn euch, mal eben kurz eine kleine Info, wenn euch das Bodysuit-Oberteil jetzt zum Beispiel nicht gefallen sollte, ihr könnt auch alle anderen Outfits benutzen dafür, Leute. Ihr könnt jetzt hingehen und sagen wir mal hier eins von den weißen nehmen, was dann nachher auf der Jogger mit drauf ist. Hier das zum Beispiel habe ich vorher schon einmal rausgemercht und das mit der schwarzen Jogger gemacht. Das sah auch mega cool aus mit diesen leuchtenden roten Schuhen da drauf. Also ihr könnt auf jeden Fall alle Bodysuits benutzen, die ihr hier findet. Ich mache es jetzt als Beispiel halt einfach nur mit den normalen Galaxy-Oberteilen. So, euer Freund hat euch dann jetzt eingeladen, beziehungsweise mein Freund hat mich eingeladen und ich gehe jetzt einfach wieder in die Mission rein. So, hier angekommen, warten wir jetzt einfach darauf, dass die Mission wieder gestartet wird. Wieder ganz wichtig, auf im Besitz stellen, Leute. Und das, was ich jetzt mache, ist eigentlich das, was ihr die ganze Zeit machen könnt. Ihr geht jetzt hin, mercht dann das Outfit wieder, fertig. Und wenn ihr es fertig habt, holt ihr euch das mit dem Ohrhörer wieder in den Online-Modus. So, mal eben warten, dass es geladen hat. So, ihr seht, hier ist schon das Outfit, was wir gerade eben fertig gehabt haben. Jetzt gehen wir einfach so lange nach rechts, bis wir einmal hier das blaue Galaxy-Oberteil anhaben. Dann noch einmal nach rechts auf lila, wenn ihr das so gemacht habt wie ich. Und dann haben wir das Outfit auch schon fertig. Jetzt geht ihr einfach wieder auf bereit zum Spielen.
So, ihr seht schon, wir haben jetzt die lilanen Jogger, außerdem das Galaxy-Oberteil mit den passenden Schuhen dazu. Jetzt geht ihr einfach nur einmal hin und bringt das Ganze wieder online. Einfach mal das Interaktionsmenü wieder aufmachen, geht dann wieder auf Stil und auf Accessoires und drückt wieder nach links, um euch den LCD-Hörer anzuziehen. So, jetzt verlasst ihr wieder die Mission und wartet dann wieder, bis ihr gespawnt seid. So, seid ihr dann wieder gespawnt, seid ihr wieder in der Nähe von der Ammunition auf jeden Fall gespawnt und dort geht ihr jetzt erstmal wieder hin und speichert das Outfit erst einmal ab. Und wenn ihr das Ganze dann abgespeichert haben solltet, könnt ihr einfach wieder in die Mission Korrupter Cop gehen, um auch das letzte Outfit fertig zu merchen. Ich speichere das jetzt hier eben mal wieder ab. Und da habe ich jetzt auch schon die Einladung von meinem Kollegen. Jetzt gehe ich einfach hin und merge auch noch das letzte. Ich würde sagen, ihr wisst jetzt auf jeden Fall, wie ihr die Outfits mercht und wie ihr die online bringt. Ich mache mal eben kurz das letzte Outfit für euch noch fertig und zeige euch dann mal ein Beispiel, wie ich die dann noch letzten Endes bearbeitet habe. Ich sage dann mal bis gleich, Leute. So, Freunde, wenn ihr dann mit dem Ganzen fertig seid, solltet ihr genau wie ich jetzt drei Outfits haben, die ihr euch gemacht habt. Ich habe gerade eben schon mal ein bisschen daran rumgearbeitet. Ich bin einmal hingegangen, habe über den Teleskopglitch einmal den schwarzen kugelsicheren Helm da noch mit draufgezogen. Außerdem dann immer den Bodysuit angezogen, zu dem die Maske halt passt, also die zum Oberteil passende Maske quasi auch noch mit da drauf geglitscht. Und dann sieht das Ganze so aus. Das Ganze habe ich jetzt dreimal gemacht. Ich zeige euch das Ganze mal eben kurz, und zwar hier auf Stil. Haben wir noch einmal das Lilane, da habe ich auch einfach den schwarzen kugelsicheren Helm drauf gemacht mit der passenden Maske und nochmal in Pink. Und wenn ihr auch so am Rumprobieren seid wie ich, könnt ihr halt natürlich auch noch andere Outfits machen. Ich habe jetzt zum Beispiel mal testweise hier diesen schwarz-roten Bodysuit genommen und das mit dem schwarzen Outfit-Slot gemerged, sodass die schwarze Jogger da drauf ist. Sieht meiner Meinung nach auch richtig baba aus. Wenn euch das Ganze gefallen sollte, zeigt es mir doch bitte mit einem Daumen nach oben und einem Abo, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Das würde mich mega freuen. Es haben nämlich echt viele Leute nach einem Galaxy Outfit für die Frau gefragt und ich hoffe, ich habe euch damit ein bisschen zufriedengestellt. Wie gesagt, wenn ja, zeigt es mir bitte mit einem Daumen nach oben. Fände ich mega nice von euch. Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Haut rein, Leute. Macht's gut. Bis bald. Und ciao.